Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. So, der Boss will uns sprechen, dann wollen wir mal. Könnten ihn ja auf keinen Fall warten lassen. Tja. Ah, direkt hier auf der Toilette ist er. Ah, anscheinend ist hier ein Billardraum, nicht die Toilette. Bin spät dran. Ja, ja, alles gut. Es ist Rauchen ist ungesund. Tommy, du fährst. Pauli und Sam kümmern sich um den Rest. Alles Routine. Nur ein paar Stopps heute. Das Motel hat letzten Monat zu wenig abgedrückt. Stellt sicher, dass sie ihre Zinsen zahlen. Natürlich. Dafür sind wir ja Banker. Wenn es auch anders geht. Unsere Kunden müssen verstehen, dass unsere Dienste wertvoll sind. Sie müssen in euch, den heiligen Michael, sehen. Und glauben, dass ihr sie beschützt. Morello kann ruhig Beine brechen. Wir sind zu gut dafür. Aber die Rechnung muss trotzdem jeder zahlen. Ja, das ist ja nur vier. Hol dir bei Ralph hier ein Auto. Okay, Boss. Schmeckt die Zigarre? Vinny richtet aus, dass er was für dich hat, Tom. Geh zuerst zu ihm. Wer ist denn Vinny? Wo ist Vinny? Wahrscheinlich ein Märchen über einen Kerl, den er vor 20 Jahren erledigt hat. Ich höre mir ab und zu, nee. Ich habe mir als Kind gern Märchen angehört. Inzwischen glaube ich nicht mehr so. Keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert. Kann also keine Aussage treffen. So. Hey, da ist er ja. Vincenzo. Das Hi. Hier. Dachte gleich an dich. Bei so einer kleinen Bleispritze. Was ist denn das für ein süßes Ding? Ich will eine Shotgun. Schon mal geschossen? Auf dem Jahrmarkt am Schießstand. Verstehe. Und das in anderen Baller spielen. Sieh dir das Ziel da drüben an. Ja. Gute Haltung, richtig fies. Jetzt klick, klick, klick. Peng. Gehirn an der Wand. Okay. Ich habe keine Munition. Jetzt das Nachladen. Ja, Munition. Okay, Trommel öffnen und los geht's. Ja, das wusste ich doch. Versteck sie. Steck sie in den Gürtel. Ja, da schieße ich mir nur in die Eier. Wenn die Schießerei losgeht, geh in Deckung und scheiß dich nicht ein. Ich verspreche nichts. Weiß ich zu schätzen. Hey, für Frank und den Boss bin ich Vincenzo. Für dich, Vinny. Na gut, Vinny der Puhbär. Was hast du denn hier? Oh, das lese ich dann nachher im Badezimmer, wenn ich allein bin. Wenn du mehr Blei oder Knarren brauchst, komm zu Onkel Vin. Okay, hier bin ich. Ich will eine Shotgun. Da, guck mal, was hier in dem Geigenkoffer liegt. Das ist zwar keine Shotgun, nehme ich aber auch. Frank schickt dich also zum Abkassieren. Ja, ich kann Leuten Angst machen. Normalerweise reicht mein Gesicht dafür. Ihr müsst heute vorsichtig sein. Nein, die kriegen keine Angst, die kriegen was anderes. Abneigung, das war's. Wusst doch das Wort, kenne ich. So ein reinkommst, Tommy? Durch die Tür? Mit den Ellbogen. Reingreifen. Simpel. Und ich muss dann das Fenster wieder reparieren. Sieh zu. Und lerne. Oh. Du bist ein richtiger Magier, Ralphie. Ist ja viel besser als mein Taxi. Her mit dem Auto. Dann wollen wir es hier mal knacken. Komm schon, Tommy. Zeig mir, okay? Du bist drin. Geschafft. Ja, ich bin Naturtalent. Wollt ihr mitkommen? Viel Spaß heute, Kumpels. Ich dachte, ich bin allein unterwegs. Ich brauche doch keine Unterstützung hier. Naja, vielleicht doch. Zuerst zu Al. Ihm gehört die Bäckerei in der Longman Street. Kennst du sie? Ja, kenne ich. Nein. Ist Al wieder im Verzug? Scheint so. Schade. Ausfahrt. Bestimmt da hinten. Na gut. Dann fahren wir mal wie vernünftige Bürger. Ja, hast mir anders überlegt. Wo ist denn meine Hupe? Nicht auf H. Nicht auf I. Nicht auf G. Oder aber Polizei. Ein Augenblick, ich kann nicht ohne Hupe fahren. Einstellungen, Steuerung, Neubelegung der Tasten. Hupen, 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 Hupen. Ich brauche große Hupen. T. Okay. Ah, das ist ja Musik in meinen Ohren. Na also, wir haben es eilig.
und wir können natürlich... Hey, rechts vor links. Kollege. Das Auto fährt ganz gut. Und in die Eisen. Guckt euch den Idioten an, der hier einen Unfall mit der Straßenbahn verursacht hat. Also manche Leute. Und dann auch nicht mal die Ausfahrt kriegen. Unfassbar. Und wieso rast das Taxi vor uns so? Okay, ah, da sind wir schon da. Ja, perfekt eingeparkt. Genau zu, Tom. Wenn alles glatt läuft, ist es ein Kinderspiel. Ich heiße Tommy. Nicht, muss man manchmal improvisieren. Klar, mach's mir einfach nach. Okay. Ich mach dir nach, wie du improvisierst. Geld hoch, Hände her. Oh, scheiße. Sorry, ist mein erster Tag heute. Ich fang nochmal an. Polly, wie geht's? Gut, danke. Und klein Julia? Ha, oh. Nicht mehr so klein. Das sind noch ein paar schöne Brötchen. Großmutter. Gut zu hören, Herr. Wirklich gut. Also, hast du hier irgendwelche Probleme? Machen Penner Ärger? Nein, nichts in der Art. Gut, hast du also das Geld? Ich hab's im Hinterzimmer. Ich werde... Tommy Holz, du bleibst, wo ich dich sehe. Ich hatte einen schwachen Monatshin. Hab mir Sorgen gemacht, ich hätte nicht genug. Al, ich weiß, du würdest uns nie hinhalten, aber mach dir ruhig Sorgen. Wie sollen wir dich und die kleine Julia ohne Geld beschützen? Schreibt man die wirklich G.I., die Julia? Wir brauchen noch, Tommy. Wir müssen ja, weiter. Ich wollte mir das doch anhören. Wir können das doch auch in Naturalien mitnehmen. Hallo, was haben wir hier? Zigaretten-Sammelbilder, immer hier damit. Wo ist das Geld? Infami, fitosi, voi ci succhiate il sangue. Es ist ein Tisch, brauner Umschlag. Dankeschön. Müssen wir noch zählen. Via di qui. Lasciateci in pace. Ja, Mütterchen. Ganz ruhig. Wir sind hier, um euch zu beschützen. Glaub, du verstehst das ganze Konzept nicht. Schau mal, wie gut es euch dank uns geht. Wir sehen uns nächsten Monat, Al. Gib Bescheid, wenn du was brauchst. Egal was. Mach ich, Sam. Mach ich. Bestimmt. Und grüß deine Mutter von mir. Ja? Ein Stück Torte könnte ich jetzt auch essen. Auch wenn die leicht pixelt. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich hätte nachgezählt. Komm schon, steig ein. Du Lahmarsch. Okay, als nächstes fahren wir zu Eugene. Porzellanladen auf der Tower. Oh, ein Porzellanladen. Da können wir ordentlich Schaden anrichten. So elefantös, wie wir sind. Tom, der heißt nicht Eugene. Das ist ein Chinese. Aber er klingt wie Eugene, also haben wir ihn so genannt. Pauli hat seinen Schädel auf die Theke geknallt. 1927, glaube ich. Ja, war zum Schreien. Danach gab's nie wieder Probleme. Wenn du genau hinsiehst, siehst du noch das Blut. Der arme Kerl hat es nicht weggekriegt. Interessant. Ich würde mich auch einschüchtern lassen, wenn jemand meinen Schädel auf den Tisch haut. Da ist keine Schande drin. Zu erinnern, dass uns die Stadt gehört. Aber Eugenes Neffen kennen wir nicht. Vielleicht müssen wir ihn überzeugen. Ach. Rechts vor links. Aus der Bahn. Ich komme. Da ist Polizei. Die haben es eilig. Wie fährst du denn? Guck mal, ist doch zweispurig. Na, wenn die Leute die Kurve nicht kriegen, muss man halt auch abkürzen. Ach, das Autofahren ist toll in dem Spiel. Die Performance ist nicht ganz so gut gerade. Frag mich, was das ist. Wahrscheinlich einfach aus der Engine nicht mehr viel rauszuholen gewesen. Nein, einparken! Ich kümmere mich drum, Sam. Irgendwie stehen wir ja. Bist du sicher? Ich bin sicher. Okay, viel Spaß. Ich mag sie. Ich mag das bunte Treiben. Er kümmert sich allein um den Laden? Ah, wenn Polly geladen ist, muss er allein etwas Dampf ablassen. Man muss ihn einfach machen lassen. So ist er eben. Manchmal hört man es in seiner Stimme. Dann muss er den einsamen Wolf geben. Hält ihn glücklich. Okay. Ich würde auch gerne in so einem Rage Room ein bisschen Dampf rauslassen. Das hört sich aber nicht sehr freundlich an. Gerade nicht viel Spaß. Dann gibt es kein Halten für Polly. Wir haben mal einen Schneider in Holbrook in die Mangel genommen. Der sitzt jetzt im Rollstuhl.
Damit würde ich nicht angeben. Avide Baddies? Sind wir die bösen Jungs? Nee, wir haben normales, legales Geldleihergeschäft. Da kommt er. Er arbeitet schnell. Gut gemacht, Pauli. Die Versicherung wird's bei dem Laden bestimmt übernehmen. Fahr, bevor die Bullen kommen. Wir fahren zu Bill ins Motel. Wir haben das Geld von Eugenes Neffen nächste Woche. Oh, wo plus gehen Bonus. Die mit dem ganzen Heu hier hin? Es geht ihm gut. Und die Ladentheke? Ja, hat ein bisschen Sauerei abbekommen. Nein! Kriegt er schon weg, sobald er wieder stehen kann. Was macht ihr hier für Mist? Sag dir, ich so wieder mit uns los. Kann er nicht noch mehr Geschichten über chinesische Neffen, ihr eigenes Blut von Ladentheken schwarz, oder? Wieso, ich fahr gut? Aus. Nicht kompliziert? Wie meinst du nicht kompliziert? Nein, Polizeistern! Sieht aus, als wären die Bullen hinter uns her! Ja, aber ganz langsame Bullen. Die wehrt mal los. Nee, das ist gerade einfach so gespawnt. Das ist ein cooles Auto. Die Bullen sind hinter uns her! Ich weiß. Ich versuche sie ja gerade abzuschütteln. Da muss man das Auto gut schütteln. Es kommt echt schwer den Berg hoch. Geschafft. Gute Arbeit. Dankeschön. Weiß nicht. Scheint euch Kerlen zu liegen. Könnte mir also auch liegen. Also könnte das jeder machen. Pauli und ich machen das hier schon seit Jahren. Dann kommst du und denkst, du weißt schon alles? Das meine ich nicht, Sam. Ich... Das ist dein erster Tag, Kumpel. Du weißt noch nicht, was wir machen oder wie wir es machen. Sam, vielleicht solltest du... Nein, Pauli. Dieser Penner glaubt, er kann den großen Mann markieren? Typen wie ihn mache ich fertig. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen, Tom. Entschuldigen, hä? Würde ich ja, wenn du dein beschissenes Grinsen besser verstecken könntest. Du hast ihn gekriegt, Sam. Du hast ihn. Ich konnte deine volle Hose von weitem riechen. Nee, ah, ich mag so eine Art von Humor nicht. Bei Little Tonys erster Runde mit uns habe ich ihn klein gekriegt, bevor er mich durchschauen konnte. Gibt nämlich deutlich, zu viele Leute, die das dann ernst meinen und sich angegriffen fühlen von irgendwas. Gott, naja. Ich hasse es hier draußen. Warum? Du hast es doch überall. Ja, aber hier, das ist schlimmer. Warum ist ich finde es ganz angenehm, kann man Rennen fahren. Hier draußen ist der sicherste Ort für Geschäfte. Kartenspiele, für fast alles, was wir machen. Wir erwarten heute einen Haufen Kohle. Der Kerl schuldet uns viel. Wenn er es nicht hat, wird der Boss sauer. Ja, der Laden verdient. Nein, wir können nicht zulassen, dass... Fahr vorsichtig, Tom. Was ist denn da passiert? Ich bin doch nicht in den Baum rein. Ja, der Laden verdient gut. Oft scheffeln die Läden die meiste Kohle, von denen die meisten Leute das gar nicht erwarten. Das Motel hat seit kurzem eine neue Einnahmequelle. Letzter Stop for Lost Heaven für Rum aus Kuba. Die fahren damit so weit? Natürlich. Und deshalb können wir so viel Geld dafür nehmen. Wenn die Rum machen können, können wir ein bisschen Geld davon abzwacken. Das hört sich fantastisch an. Auch die anderen Familien benutzen. Sogar Morello? Des Friedens willen? Klar, und es ist so weit draußen, dass es niemanden juckt. Solange alle ihren Schnitt machen, rüttelt niemand daran. Boah, das klingt nach einem ganz fairen System. Ich will mehr Geld. Bist wohl kein großer Naturbursche, Pauli. Der mag gar nicht. Okay, wir sind da. Endlich. Nein! Naja, wir stehen hier irgendwie. Ah, nicht gut genug. So, wie in der Fahrschule. Warte hier auf uns, Tom. Wir sind gleich zurück. Okay. Bin ich nur euer Chauffeur? Soll ich voll tanken? Ich darf doch nicht an der Tankstelle rauchen. Tja, mir ist anscheinend alles egal. Oh, oh. Ja, Tom! Oh! Tommy, ich hab was... Oh mein Gott, Pauli! Sag Salieri, der Laden gehört ab sofort uns. Kapisch? Komm bloß nicht zurück. Sonst geht's dir noch schlechter als deinen Freunden. Oh, Sam. Sie wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Du brauchst einen Arzt. Das kann warten. Hol Sam da raus. Okay. Okay, warte hier. Halt durch, Pauli. Mensch, was ist denn mit euch wieder los? Ihr solltet doch nur Geld holen. Könnt ihr doch nicht dermaßen verkacken. Na, Vordereingang ist versperrt. Tja,
dann sind wir aufgeschmissen. So, unsere Bleipustehammer. Ist es ruhig wie in der Kirche. Er hat keine Ahnung. Wir dürfen den Puff bewachen. Und ich bin hier. Komm mal da rein? Nö. Ich will auch einen Puff bewachen. Mensch. Schnappt ihn euch! Ich will euch bluten sehen. Wo seid ihr denn? Jungs, macht die Tür auf. Ah, hier komme ich rein. Hopp, hopp. Du bist so dumm. Immer wiedersehen, du Schwein. Der Kerl ist nah. Persönlich als Kanone. Nein. Tja, damit hast du nicht gerechnet. Baseballschläger nehmen. Das muss irgendwie heilen. Ah, okay, einfach warten. Und decken. Decken. Wie geht Deckung? Mein Spiel hat gehangen. So. Ihr Arschgeigen. Will noch jemand aufs Maul? Kann ich eigentlich Feinde looten? Ich sollte die doch umbringen, oder? Du hast es auf mich abgesehen. Ha! Ins Fressbrett. Ich dachte, weil keine Körper aufheben. Dienstrevolver tauschen. Das ist ja besser. Sieht besser aus. Schöne Bleipuste. Pauli kann ja warten, bis wir hier alles durchsucht haben. Ohohohohoho. Bild runter. Hab ich auf meiner Tastatur. Das ist so eine kleine. Geld? Geld, 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 Geld. Ich brauch Geld. Hände hoch. Geld her. Ich hab's voll drauf. Ich hab's voll drauf. So. Ich bräuchte ein Helf-Item. Hab ich aber nicht. Wo war die Treppe? Ja, keine Ahnung. Oh, hübsches Badezimmer. Da habe ich ja noch ein Heftchen für. Und ich habe die Treppe gefunden. Alles gut? Lass mich erst heilen, bevor du schießt. Hä? Aufs Maul. Nein, euch geht's gut. Oh, ein Bär! Hab ich dich! Wie seid ihr? Könnt nicht jedes Mal rufen, hab ich dich. Da bist du. Köpfchen her. Tja, ich werde nicht aufgestanden. Ja, bin unterwegs. Unterwegs. Sam. Das sieht nicht gut aus. Oh Gott. Komm schon. Du schaffst das. Du bist ein Zwerghund. Hey. Au. Habe ich beim Billard jetzt gewonnen? Wer hat das Geld, Tom? Ich schnapp mir den Bastard. So weit kann er doch nicht rennen. Wo ist Sam? Er ist okay. Drin. Dann hol das Geld! Ja, ja. Willst du nicht vorm Auto? Nee, gut. Komm schon. Doch gar nicht so zu schießen, oder? Naja. Schön auf den Tank. Wie lade ich eigentlich nach während der Fahrt? Du musst nachladen, knall dich selber ab. Wieso ist das Taxi so schnell? Ja, du solltest ja auch getroffen sein. Emotional mehr als alles andere. Komm schon.
Schieß ihm in den Reifen. Drücke F, um andere Fahrzeuge zu rammen. Ramm ihn! Hab ihn. Ah, ausgeschalten. So. Kann ja nicht sein, dass die hier uns um Geld betrügen wollen. Da wurde mir der Preis klar, was es bedeutet, dazuzugehören. Ich hätte abhauen sollen. Aber ich wollte nicht zurück in mein altes Leben. Ja, schnapp das Geld und dann weg hier. Oh, ich glaube, wir haben das gut gemacht. Fortsetzen. Intermezzo. Ja, und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Oh, Schläger hätte ich das jetzt nicht genannt. So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt's solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns wachte. Ja. Na, wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so das war der Plan. Nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri $1 machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der weg sah. Würde ich auch so machen. Ja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Nein. Von Crackers, ja. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Auf zum Boxkampf, denke ich mal. Vielleicht müssen wir jemanden auf die Fresse hauen. Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Wer kracht da denn hinten rein? Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Tja, der ist ruiniert. Oh oh. Oh, heilige Jungfrau Maria. Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit einem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Was für ein genialer Typ der Morello. Ich hatte einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Du bist draufgefahren, du Arsch. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin. Au! Nicht ins Gesicht, ich dachte, ich wäre Boxer. Cool, wie sich die Polizei da verhält. Nur weil der Vollidiot nicht eingestehen kann, dass er hinten draufgerattert ist. Draufgerattert. Sie glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Na, hoffentlich. Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wie lange waren wir denn dabei? Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Schön für euch. Das würde ich keinem Cop erzählen, der mich aus dem, aus dem sicheren Mafia-Tod retten sollte. Fairplay 1932. Ach, von Fairplay halte ich aber gar nichts. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Jo, kein Thema. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Oh, Rennen. Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tunichtgut.
kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Aha. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Na, gegen mich wird er verlieren. Er hat es geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der Ich kann die Bremsschläuche sein. Durchschneiden. Wie viel könnte Alles klar, Busch. Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Ja, das ist natürlich richtig. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Ja. Sarah, kann ich was zu trinken? Den Wagen fahren wir zu Schrott und dann bringen wir ihn zum Mechaniker. Oh, eine Zeitung. Her damit. Race Day approaches. Der Renntag kommt näher. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Eine ganze Portion. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Pauli, er hat dich eingefahren. Buonasera, Tommy. Ja, ja, gute Nacht, gute Nacht. Sechs. So, hallo. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist da noch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's naja etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um zwei und der nächste Typ ist ein Arsch. Zeitmission kriege ich hin. Hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Sehr schön. Gut zu wissen. Danke. Er ist sehr hilfsbereit. So, Farbe des Innenraums, Variante wechseln mit H. H, H, H. Geht nicht. Hab ich wahrscheinlich nicht. Karosseriefarben. Ich will so richtig gangstermäßig sein. Das heißt entweder weiß oder schwarz. Das sieht doch gut aus. Fahren. Oh ja, damit lassen sich Verbrechen vergehen. Vergehen? Begehen. Na, ist doch alles dasselbe. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. So, nur nicht von der Polizei erwischen lassen. Aufgepasst, 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 aufgepasst. Ich mag's, dass die Polizei so bei Verkehrssünden wegschaut. Es sei denn, man baut einen Unfall. Hey, wieder ein Heutransport. Da würden sich meine Kaninchen richtig freuen, wenn sie so einen ganzen LKW-Ladefläche voller Heu fressen könnten. Und die sind eh schon ziemlich fett. Dann sollte man ihnen vielleicht nicht vor die Nase halten. Wo keine Versuchung ist, da ist auch kein Weg, das dann irgendwie anzustellen. So, wie weit ist denn die Rennstrecke entfernt? Wieso ist mein Wagen wieder so langsam? Bestimmt, weil es bergauf geht. Ach, früher war das doch noch gescheit. Da hatten nicht so viele Leute ein Auto, da gab es viel weniger Stau. Ah, wir sind ja schon da. Mr. Hi. Yep. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Natürlich habe ich das Geld.
Wieso steigst du jetzt mit ein? Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Oh, es gibt auch Geld. Schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzukabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Was hast du gesehen? So, dann wollen wir mal das Auto manipulieren. Da sind bestimmt Morellos Wachen. Ich hätte Wachen zum Rennauto gepackt. Okay, da wären wir. Ja, dann bitte einmal aufschließen. Ja, zumindest ein Auto ist drin, das sieht man durch den Spalt. Ein hübsches Wiegelchen. 20er Karussella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Das ist ein guter Punkt. Ganz zu lassen, ja? Natürlich. Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Sehr gut. Ich mag die Unterhaltung. Noch 3 Minuten 30. Boah, fährt der geil. Scheiß aufs Rennen. Der kommt in meine Garage. Ups. Ups. Seit wann muss man Kurven bremsen? Das ist eine richtig coole Mission. Fällt bestimmt hier keinem auf. Oh. Mensch, da muss man sich mit Tastatursteuerung mal wieder an ein Rennspiel gewöhnen. Entschuldigung. Vorsicht, heiß und fettig. Ich hab's eigentlich. Heutransport. Nee, kein Heutransport. Aber trotzdem Transport. Komm schon. Lustige Hupe. Boah, der hat ja richtig Dampf unterm Kessel. Ich muss hier abbiegen. Na komm schon. Kann ich nicht einfach... Wieso sind meine Reifen so angewinkelt? Soll das so sein? Oder habe ich was kaputt gemacht? Das ist... Wir sind in Amerika. Das ist doch nicht illegal. 2 Fahndungssterne. Warum denn das? Macht doch gar nichts falsch. Ich bin schneller als die Polizei erlaubt, anscheinend. Sonst wird sie mich ja nicht verfolgen. Die Ränder... Oh. Distanz für Fahrzeuge ist aber suboptimal. Scheiße. Ja, weil ich so ein guter Fahrer bin, haben die mich einfach verloren. Noch 1 Minute 20. Ich hoffe, da muss ich nicht schon wieder den ganzen Weg zurückgefahren sein. Das klappt dann nicht. So, das haben wir hier erreicht irgendwie. Brems. Keine Zeugen. Hier gibt es überhaupt keine Zeugen. Na also. Ja, ich glaube, ich habe ihn schon genug ruiniert. Lucas Bertone. Ah, was für eine Schönheit. Ja, machst du kaputt. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Kannst du nicht einfach eine Kartoffel in den Auspuff stecken? Aber hallo. Selber hallo. Solange er jetzt noch zurückfährt. Okay, er ist fertig. Supi. Ich hoffe, er läuft jetzt schlechter und nicht besser. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Ja, gut zu wissen. Ware, Fluchtwagen, alles, das Geld stimmt. Ja, das Geld stimmt immer. Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Na, wie denn auch sonst? Kann ja gar nicht unvorsichtig fahren. Da ist Polizei vor mir.
Okay, wir können nicht Vollgas geben die ganze Zeit. Ach, davon weiß ich nichts. So, bergunter können wir uns dann rollen lassen. Boah, der lenkt aber auch nicht mehr gut. Der lenkt auch nicht mehr gut. Der ist echt bockig. Also damit gewinnt man kein Rennen. Ja. Ihr habt eingesehen, dass ihr keine Chance habt. Boah. Also mir hat am Anfang besser gefallen auf dem Hinweg. Ja, das ist ja auch Ziel der Sache gewesen. Ja, nicht hupen. Nicht hupen. Ich gebe mein Bestes hier. Der hat nicht geblinkt. Ihr habt es alle gesehen. Falls ich euch zum Versicherungsfall mit dazu holen muss. So. Langsam. Langsam. Schnell. Schnell. Da vorne nach links. Das kriegt man hin. Würden nicht alle wie die gesenkten Säue fahren, wird es hier auch deutlich leichter. Da ist ein Auto draufgegangen. Das passiert auch bald mit meinem. So. Schön den Motor entlasten. Ab und zu mal einfach schön rollen lassen, vor allem bergauf. Das macht sehr viel Sinn, wie ich das hier mache. Aber es scheint zu funktionieren. Na also, eine Minute noch Zeit. Und das Auto ist in tadellosem Zustand. Naja, mehr oder weniger. Jo, bin wieder da. Ohohoho. Beinahe aber ohne rechtes Vorderrad. Hast die ganze Zeit hier gewartet. Zurück. Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Ja, für uns alle. Dann schauen wir mal. Sind ja noch gar keine Zuschauer da. Also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Den habe ich auch immer dabei. Sehr, sehr hilfreich. Du bist einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Natürlich. Wir haben da ein Problem. Oh oh. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mike Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel. Nein! Arm gebrochen, Kiefer gebrochen. Diese Arschlöcher wollen das Rennen manipulieren. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Soll das ein Witz sein? Frank, ich. Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Ich werde umgebracht, sonst wenn ich verliere, oder? Ich nicht mit dir reden. Ja. Okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Na gut. Tja, Jungs. Da darf ich wohl ein Rennen fahren. Ich freue mich drauf. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Ja, und es heute hier zu scheitern. Aufstellung. Der Lost Heaven Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Thomas, Tommy. Tommy Angelo. Nun, sie werden ihm zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Ach, das klappt schon. Das Rote gehört mir. Steht. Ja. Die Wagen sind startbereit. Mach los.
Die Meute rast davon. Aber ein drei Runden haben wir. Sehen besorgt aus. Oh. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Der hat ja schon einen Schaden. Verdammt. Was denn verdammt? Ein hartes Rennen da draußen. Hoffentlich nicht ernstes. Mist. Nein, ich war doch so weit vorne schon. So viel zu besser Fahrer. Das ist eine richtig coole Mission. Nein, unsere Zahnspangen verhaken sich. Unsere Reifen. Dem Lichtenberg abgeschaltet, kämpfen nun die ersten drei um die Führung. Oh, einer Safety Car. Holt das Safety Car raus. Der Bruder hat Probleme. Geil, ich habe noch zwei Runden übrig. Selber Arschloch. Bremst halt nicht so früh. Das ist mein erstes Mal in so einem Rennwagen. Ohohoho. Ich habe die Innenbahn, ich bin vorne. Der raucht aber auch schon, der Kollege. Geiles Streckenelement. Voll Speed. Ja. Na, auf jeden Fall. Dann muss man noch zwei Runden verteidigen. Lange? Bin ja gut im Autofahren. Ja, das wollen wir hoffen, dass der... Oh, der Bremspunkt mit den Teilen. Das sind auf jeden Fall keine Formel-1-Bremsen. Das wird nichts Problem sein. Die Haltbarkeit des Autos ist eher die Sache. Vorsicht, Zuschauer! Ja. Ein Glück war der Zaun stark genug. Also fahren ist geil, bremsen ist das, was Probleme bereitet. Und Volldamm. Das ist eine richtig schöne Rennstrecke. Gefällt mir. Ich hoffe, der Wagen hält doch. Wer kann den führenden Pony Angelo noch einholen? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Ja, meine Kindheit. So. Hier diesmal besser rum. Oder spektakulärer rum. Das geht natürlich auch. So. Nee. Nee, nee, so viel Kopf an Kopf ist hier nicht. Ich bin deutlich vorne. Wenn das Auto hält, bleibt mal auch vorne. Ah, das ist richtig cool. War das im originalen Mafia-Teil genauso? Ja, Mike Juni oder wie der heißt, den hätte ich auch geschlagen. Boah, der hinter mir lässt aber nicht locker. Gelaufen, Leute. Na komm. Diesmal fast. Aber nur wenn ich irgendwie ausscheide. Vielleicht hat Morello hier irgendwo noch Sniper platziert, die mich aus dem Rennwagen ausknipsen wollen. Ich glaube aber nicht. So gut war die Technik damals noch nicht. Lichtenbergs Abgang hat das Rennen angestachelt. Alle riechen den Sieg. Ja, aber mein Sieg. Hier riechen nur mein Sieg und meine Abgase. Ich weiß nicht, was der hinter mir noch großartig hier machen will. Ein Glück hat's da eine Heubarriere gegeben. Doch, doch, das Rennen ist so gut wie vorbei. Hui. Scheiße. Scheiße! Nein, ich hätte mein Fahrzeug umdrehen können. Fuck! Steht auch früher dran. Muss die Mission wiederholen. Jetzt wird zumindest spannend. Ich muss das ja wieder übertreiben. Das muss ich wiederholen. Dann muss ich wiederholen.
Scheiße. Kontrollpunkt neu starten. Ja. Dann mach mal nochmal. Ich werd's passend schneiden, damit ihr nur den Sieg seht. Und hier müssen wir diesmal gut bremsen. Guckt euch das an. Meisterhaft hat es diesmal funktioniert. Weiter geht's. Rum um die Kurve. Nein, nicht ins Heu. Ach. Nur ein bisschen Heu auf der Straße, das hält vielleicht meine Verfolger ab. Und jetzt komm, mit Mopsgeschwindigkeit ins Ziel. Nirgends mehr anecken. Es wird spannend, es wird spannend. Schafft er die Kurve? Ja, ich schaff die Kurve. So, und dann nur noch Vollgas. Vollgas, voll krass. Und dann haben wir für unseren Boss echt was Wertvolles hier geleistet. Indem wir das Rennen beim zweiten Anlauf gewonnen haben. Sehr schön. So. Her mit den Moneten. Ja. Hui, sehe ich dämlich aus mit meiner Rennkappe. Aber schon ein geiles Teil und geile Mission. Ja, klasse. Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger. Na ja. Hey, Tom. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Oh. Klar. Danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Oh, der Arme. Du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Hab doch noch gar kein Mädchen. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps. Das war vielleicht ein Rennen, was? Da hinten ist doch ein Mädchen. Nee, aber vielleicht kaufe ich meiner Mama was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Dankeschön. Glückwunsch, großer Held. Dankeschön. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Von wegen. Du sitzt auf Verlierer? Niemals. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. Hast du mir deine Faxgerätnummer? Na gut, ich würde aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.